Manchmal braucht es keine aufeinanderprallenden Armeen oder Belagerungswaffen, um einen Disput zu klären. Manchmal reichen zwei entschlossene Individuen und der Überlebenswille, um einen Wendepunkt in einer Geschichte zu erreichen. So auch im Universum von Game of Thrones, wo regelmäßig Ritterwürde und Fahnentreue auf Bauernschleue und Egomanie treffen und für so manch Spektakulum sorgen. Aber bei so viel Geplänkel weiß man bald nicht mehr, was Sache ist. Also haben wir uns und unsere Community gefragt und präsentieren euch nun unsere Top 5 der besten Duelle aus Game of Thrones. Platz Nummer 1. Ach ja, wir kommen nicht umher, den ein oder anderen Charaktertod zu erwähnen, falls ihr also noch nicht am Ende der 6. Staffel angekommen seid. Spoilerwarnung! Platz Nummer 5. Khal Drogo vs. Margo. Als ob Khal Drogo mit seinen über 1,90 Meter nicht schon einschüchternd genug wäre, ist sein Kreuz auch noch so breit, wie andere groß sind. Von seiner perfekten Haut, dem beeindruckenden Bart und dem glänzenden schwarzen Haar ganz zu schweigen. Ach, Drogo. Aber ich vergesse mich. Der Kampf, der zwischen dem einzig wahren Khal und seinem unzufriedenen Gefolgsmann Margo stattfindet, ist mehr als nur eine Demonstration von Drogos Überlegenheit. Er setzt dem Ganzen die Krone auf, als er seinem Gegner die Zunge abschneidet. Ironisch ist allerdings, dass es ein kleiner Kratzer auf Drogos beeindruckender Brustmuskulatur ist, der zum Tode des mächtigen Khals führt. Die Nummer 4. Daario Naharis vs. Champion von Meereen. Auch wenn die Serie im Großen und Ganzen einen ernsten, düsteren Ton anhält, ist Game of Thrones der gelegentliche Humor nicht fremd. Das lässt sich auch in diesem Zweikampf spüren, der vor den Toren Meereens stattfindet. Und das Setting könnte bildhafter nicht sein. Die reichen Sklavenhändler hoch oben auf dem Balkon schicken ihren am besten trainierten Kämpfer auf hohem Ross in den Kampf. Ihm gegenüber, weit unten im Dreck vor den Toren der Stadt, ein chaotischer Söldner, der sich seinen Weg aus den widrigsten Umständen hart erkämpft hat. Der Kampf ist schnell entschieden und zeigt einmal mehr die überlegenen und unkonventionellen Kampfkünste Darios, dem Anführer der Second Sons. Die 3. Brienne of Tarth vs. The Hound. Brienne of Tarth und Sandor Clegane, beide gleichermaßen riesenhaft und im Auge der Gesellschaft als hässlich abgestempelt, beide geprägt von der sozialen Ausgrenzung und durch die Notwendigkeit für sich selbst zu sorgen, äußerst behende im Kampf. A match made in heaven, könnte man sagen. Als sich während des Duells zeigt, dass beide ebenbürtige Schwertkämpfer sind und sie damit keinen Blumentopf gewinnen können, fliegen sämtliche Gedanken an Kampfesehre und Würde aus dem Fenster und es wird gekratzt, getreten und gebissen, was die Kräfte hergeben. Und so werden wir Zeuge von einem der gröbsten Zweikämpfe, aus dem Brienne nur aufgrund ihres tiefen Pflichtgefühls dem Hause Stark gegenüber als Siegerin hervorgeht. Platz Nummer 2. Jon Snow vs. The Hardhome White Walker. Das kleine Küstendorf Hardhome macht seinem Namen alle Ehre, als der Nachtkönig die Wildlinge und die Nachtwache mit seiner Armee der Untoten bekannt macht. Dieser Übermacht gegenüberstehend fiel nicht nur Jon Snow das Herz in die Hose, auch dem Zuschauer wurde hier das erste Mal klar, welches Ausmaß die Gefahr aus dem hohen Norden angenommen hatte. Auch der Verlust des Drachenglases, der bis dahin einzig bekannten Waffe gegen die White Walker, gleicht einem weiteren Tiefschlag in das Gemächt der letzten Hoffnung auf Rettung. Umso wichtiger stellt sich das anschließende Duell zwischen Jon Snow und einem der Lieutenants vom Nachtkönig heraus, denn nach einer skrupellosen Abreibung entdeckt der völlig unterlegene Jon eine neue, unbekannte Schwachstelle der White Walker, valyrischen Stahl. Und der Platz Nummer 1. Oberyn Martell vs. The Mountain. Eigentlich sollte dieser Kampf Tyrion Lannister zur Freiheit verhelfen. Eigentlich sollte Oberyn, die rote Viper Martell, für den ungeliebten Sohn der Lannisters in die Bresche springen und im Gerichtskampf gegen Gregor the Mountain Clegane das Urteil der Götter erkämpfen. Oberyns Umgang mit dem Speer, seine Agilität und Eleganz stehen im starken Kontrast zur brutalen und rohen Stärke von Gregor. Oberyn gewinnt schließlich auch die Oberhand, streckt den Mountain nieder, verzichtet aber vorerst auf den finalen, tödlichen Stoß. Geblendet von seinen Rachegelüsten über den grausamen Tod seiner Schwester und Kinder, verspielt er mehr als nur die Freiheit Tyrions. Kaum ein Kampf in der gesamten Serie ist so gut choreografiert und trägt gleichzeitig so viel zu der Entwicklung aller beteiligten Charaktere bei. Ein klar verdienter erster Platz also. Wenn ihr jetzt noch nicht K.O. gegangen seid, drückt gerne mit letzter Kraft den Like-Button oder ihr ruht euch erstmal ausgiebig bei unseren Abonnenten aus.